Man muss mal fast 35 Jahre inzwischen zurückdenken. Ja. Was war denn damals? Mein nächster Bio-Bauernnachbar war 70 Kilometer entfernt. Wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, mindestens die halbe Fläche wird hier biologisch bewirtschaftet in unserem Dorf. Und man merkt es auch inzwischen an der Natur draußen. Wir haben plötzlich wieder Hasen in unserer Flur, die verschwunden waren. Wir haben plötzlich wieder Fasanen hier. Das Getier merkt natürlich auch, hoppla, in Herrn Saal ist was los. Da ist ein anderer Anbau, da ist weniger Chemie draußen auf den Feldern. Das ist ein Unterschied. Emmer ist nach meinem Empfinden das Schönste der Getreidearten. Diese ganz schwarze Ähre mit dem goldgelben Stroh. Es ist eine wunderbare Sache. Ja. Auch wenn man am Mähdrescher sitzt, man stellt sich nicht vor, dass ein Mähdrescher was Schönes ist. Ja. Aber wenn man da drauf sitzt und man merkt, wie so eine Ernte unten durchflutscht und ausgedroschen wird und dann im Tank erscheint, eine wunderbare Sache, ist erfüllend. Und in diesem Jahr, wenn ich unseren Weizen, unseren Dinkel anschaue, kann ich fast mit konventionellen Bauern mithalten. Ganz natürlich nicht. Die können mit ihrer Agrochemie schon die Erträge hochhalten, aber sie können nicht die Bodenfruchtbarkeit hochhalten. Sobald ein konventioneller Bauer irgendwo mit seiner Chemie einen Streifen im Acker hat, wo er verfehlt hat, merkt er ja sofort, hoppla, da wächst ja nichts mehr. Eigentlich wäre das Indiz dafür, dass er nicht die Bodenfruchtbarkeit fördert, sondern dass er nur das Wachstum der Pflanzen fördert über diese Chemie. Ja, während die Bodenfruchtbarkeit immer weiter zurückgeht. Es macht halt einfach auch insgesamt Spaß, wenn man sieht, wie sich das auch von selber entwickelt.